Die Wirtschaft kollabiert, aber die Aktienmärkte steigen. Wie passt das zusammen? Goldman Sachs hat heute gesagt, nö, passt nicht so richtig zusammen und hat gleich mal einen rausgehauen und gesagt, naja, die Aktienmärkte, die werden in den nächsten 3 Monaten, und man meint da die Wall Street, um 18% fallen. Also das wäre durchaus eine Hausnummer. Ja, sagt Goldman Sachs, wir haben als Kursziel fürs Jahresende, würden wir sogar ein bisschen höher gehen, als wir derzeit sind. Aber jetzt sei die Sache ein bisschen zu heiß gelaufen, die Aktienmärkte zu optimistisch, zu weit in der kollabierenden Realwirtschaft enteilt, und das würde nicht gut gehen. Schauen wir uns auch mal an, was Mohammed El-Arian heute gesagt hat auf CNBC. Ich finde, ein sehr guter Punkt. Die Märkte glauben, nämlich die Aktienmärkte, sie seien in einer Win-Win-Situation. Wenn wir hier Stories haben, dass wieder der Lockdown beendet wird, aufgeweicht wird, dann ist das positiv für die Aktienmärkte. Wenn wir negative Nachrichten haben, ist auch positiv, weil dann wird die Fed uns retten. Also so eine Art gefühlte Win-Win-Situation, das totale Sicherheitsnetz, null Sorgen machen, das braucht kein Mensch. Heute aber hat man sich zunächst mal Sorgen gemacht, so ein bisschen vormittags heute auf Future-Basis. Da ging es dann doch ein bisschen runter und dann auch bei Kassaeröffnung an der Wall Street zunächst mal. Und das vorwiegend aus 2 Gründen. Der erste ist, dass der Ton zwischen den USA und China sich wieder deutlich verschärft. Nicht nur das Peter Navarro gesagt hat, ja, China wird die Rechnung bekommen für die Schäden, die das Virus verursacht hat. Inzwischen gibt es ja immer mehr Forschung, die sagt, ja, zum Beispiel in Europa war das Virus schon Ende 2019 der Fall. Man hatte da ja einen französischen Patienten, der im Nachhinein auf Coronavirus positiv getestet wurde, der im Dezember schon praktisch auf Intensivstation lag. Und es gibt mehr und mehr Fälle, die das zu bestätigen scheinen. Jedenfalls die USA wollen Reparationen. Die Chinesen sagen, naja, wir wollen eigentlich die ganze Geschichte tendenziell eher nicht so eng sehen. Wir wollen da nachverhandeln. Hier zum Beispiel in der Global Times, dass man sagt, ja, die Amerikaner sind jetzt gar nicht in der Position, um hier harte Forderungen zu stellen, und wir sind ein bisschen genervt durch diese Reparationsforderungen. Das wird jetzt in den chinesischen Medien immer weiter nach oben gespielt, hat so ein bisschen für Risikoaversion gesorgt. Das zweite sind die, was für Risikoaversion gesorgt hat, das sind die Corona-Fälle. Wir haben im Rest der USA nach wie vor nicht wirklich eine Senkung der Zahlen. Man etabliert sich auf hohem Niveau. New York geht runter. New York immerhin ja 8% der Wirtschaftsleistung der USA, und man wird bis auf wenige Bereiche den Lockdown bis in den Juni jetzt beibehalten. Das hat heute Gouverneur Cuomo gesagt. Aber es ist eben der Rest der USA, der teilweise jetzt auch deutlicher wieder anspringt, je nach Bundesland. Und insgesamt sehen wir, dass wir also nach wie vor eigentlich nicht wirklich so richtig abflachende Tendenzen in wichtigen Ländern haben, in einigen schon. Aber auch in Deutschland gehen die Fälle jetzt derzeit wieder auch nach oben. Und insgesamt sehen wir, dass es jetzt über 4 Millionen Infizierte gibt mit diesem Virus. Das hat dann Konsequenzen, nämlich dieses Coronavirus, diese Corona-Krise, Konsequenzen auf die Globalisierung. Es findet gewissermaßen eine Verschiebung von Lieferketten statt. Apple hat jetzt zum Beispiel gesagt, dass man etwa ein Fünftel, also 20% seiner Produktion rausverlagern will aus China, also weg von Foxconn zum Beispiel, und nach Indien bringen will, um ein wenig unabhängiger zu sein von China, denn Apple ist ja da besonders getroffen. Heute zahlen Insider-Zahlen, dass die Apple, die iPhone-Verkäufe um 77% im Vergleich zum Vorjahr gefallen seien. Und wir haben insgesamt aber noch eine unglaubliche Euphorie an den Märkten, was die Positionierung betrifft, was die Erwartungen betrifft, hier Forward PE, also Price Earnings Ratio. Und da sehen wir, dass diese Kluft noch nie so weit auseinander war wie derzeit zwischen dem, was erwartet wird eigentlich und was in den Kursen der Fall ist. Und die Frage ist, sind die Erwartungen noch zu optimistisch? Insgesamt, so sagt es hier zum Beispiel auch JP Morgan, sehen wir in unseren Wirtschaftsindikatoren nicht das, was offenkundig die globalen Märkte sehen, denn die Wirtschaftsindikatoren wie die Einkaufsmanager-Indizes, die Global PMIs, die springen ein bisschen an, aber nicht so wirklich, rechtfertigen jedenfalls nicht das, was da an den Aktienmärkten der Fall ist. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Situation, wie hier Makrocharts zeigt, dass wir hier praktisch einen Optimismusgrad haben, der erst 18 Mal in den vergangenen 20 Jahren der Fall war, und in der Regel folgte dann eine gewisse Ernüchterung, und diese Ernüchterung
die könnte passieren. Hier Befragung zum Beispiel von größeren Investoren. Was ist die große Gefahr? Da sieht man ja, am stärksten fürchtet man eine zweite Covid-19-Welle. Dann fürchtet man Valuation, also Bewertungen. Ja, die sind ein bisschen sportlich. Geopolitical Tensions, also geopolitische Spannungen, Handelskrieg. Zum Beispiel Deflation etc. oder an europäische Krise, Euro-Krise, das fürchten allerdings relativ wenige. Schauen wir uns mal an, was eigentlich so bei den Investoren passiert. Die gehen raus nach wie vor aus Value, also aus diesen eher konservativen Dividenden, tendenziell dividendenstärkeren Geschäftsmodellen und gehen rein in Growth, wie wir dann auch gleich sehen werden. Das heißt, man meidet nach wie vor die etablierten Geschäftsmodelle, geht rein in diese Tech-Story, die ja schon ein bisschen sehr, sehr hochgekocht ist inzwischen. Das kann man fast gar nicht mehr anders formulieren. Schauen wir uns dann nochmal an, was hier der Fall ist. Zum Beispiel diese wenigen großen Tech-Konzerne, die derzeit ja alles dominieren. Hier sehen wir die 5 bzw. die 10 größten Aktien in Relation zu dem, was sie praktisch an Marktgewichtung im S&P 500 haben. Wir sehen, dass die obersten 10% über 25% auf die Waage bringen und die obersten 5 von Microsoft bis Apple etc. über 20% inzwischen auf die Waage bringen. Microsoft war zu Handelsstart 3% unter dem Allzeithoch. Alphabet als schlechtester dieser 5 großen Tech-Aktien 9%. Also da ist nicht so wirklich viel passiert an Negativen. Wir sehen das insgesamt eigentlich in einer Zeit, wo völlig unklar ist, wie die Gewinne ausfallen werden oder was da zu erwarten ist. Normalerweise haben wir dann Kurs-Gewinn-Verhältnis, Price-Earnings-Ratio von 13,6. Derzeit sind wir bei 20,3. Also da ist schon einiges an Positivem eingepreist, kann nicht besser werden. Und wir sehen auch, dass die Investoren massiv in Healthcare gehen, also praktisch in Pharma. Das ist der neueste Schrei mit den größten jemals verzeichneten Zuflüssen in diesen Sektor. Remdesivir oder wie sie alle heißen, diese große Hoffnung, die sich wahrscheinlich nicht erfüllen wird, aber man kann ja mal hoffen. Wir sehen interessanterweise zum Beispiel hier ein Portfolio von JP Morgan. Die haben ein Basket mit Aktien, die besonders profitieren, wenn der Lockdown der Fall ist, die also Gewinner dieser Krise sind. Und wir haben ein anderes Basket bei JP Morgan von Aktien, die eigentlich von einem Reopening, von einem Aufweichen des Lockdown oder der Aufhebung des Lockdown sogar profitieren. Und wir sehen, diejenigen, die von einer Aufweichung profitieren würden oder sogar vom Ende des Lockdowns, die laufen deutlich schlechter als diejenigen, die von dem Lockdown selbst profitieren. Das finde ich eine interessante Feststellung. Und wenn wir uns jetzt nochmal den Möglichkeiten und Grenzen des amerikanischen Konsumenten zuwenden, der ja 16% der gesamten Weltwirtschaftsleistung darstellt, dann sehen wir, dass es vorwiegend, das hatte ich am Freitag schon gezeigt, die Geringverdiener waren, die hier maßgeblich entlassen wurden. Das war auch die Erklärung, das hatte ich am letzten Freitag falsch eingeordnet. Das war die Erklärung, warum die durchschnittlichen Stundenlöhne gestiegen sind, weil die Einkommensschwachen, die geringe Stundenlöhne haben, eben entlassen wurden. Und das zieht dann den Durchschnitt mit nach oben. Hier sehen wir mal, wie es eigentlich so aussieht mit den Vermögen. Da sehen wir, dass viele, viele überhaupt nicht profitiert haben. Nur ganz wenige von dem profitieren, was faktisch jetzt seit der Finanzkrise der Fall ist, nämlich Aufblähung der Assetpreise. Wir sehen, dass die Top 1% in den USA mehr als die Hälfte des amerikanischen Aktienmarkts besitzen. Die unteren 90% gerade mal 12%. Also wenn Trump die Wahl gewinnen will, dann ist es vielleicht nicht die allerschlaueste Idee, alles zu tun, damit die Aktienmärkte steigen, aber auf der anderen Seite die Leute ihre Notchecks nicht bekommen. Und es ist inzwischen so, dass man erstmal sagt, ja, das war es jetzt erstmal, aber die viele Menschen können dann vielleicht einen Monat überbrücken. Aber wie soll das dann weitergehen? Es gibt ja in den USA nicht so wirklich einen Sozialstaat oder etwas, das auch nur dem ähnlich wäre. Insgesamt sehen wir, dass in etwa 70% der Amerikaner, wenn sie jetzt alles verkaufen würden an Assets, ob sie dann praktisch überleben könnten oder wie lange sie überleben könnten, 3 Monate, dann sagen praktisch 70% nein, selbst wenn ich alles verkaufe, könnte ich nicht 3 Monate überleben. Das zeigt, wie dünn das Polster hier der Fall ist. Und wir sehen, dass ja oft gesagt wird, ja, die Stimmung sei bearish. Es gibt ja da diese Sentiment Surveys zum Beispiel von amerikanischen Privatinvestoren. Die sind sehr bearish oder sind sehr negativ eingestellt. Aber was faktisch passiert, das sehen wir hier bei Robinhood, praktisch so ein Fintech,
das immer größere Anziehung gefunden hat. Wir sehen, dass die Handelsvolumina in Aktien massiv nach oben gehen und die Leute sind überwiegend nicht short, sondern auf der Longseite unterwegs. Also das kann eigentlich so nicht stimmen. Wir sehen hier übrigens nochmal, dass auch jetzt der Prozentanteil der sogenannten Fallen Angels, also der Unternehmen, die von Investment Grade auf Junk Bonds abgestuft wurden, wie zuletzt der Fed und auch Delta, dass die praktisch immer mehr werden, dass die stark nach oben schießen. Und abschließend noch heute, was vielleicht auch ein bisschen diesen Rebound gestützt hat, Saudi-Arabien hat gesagt, wir werden unsere Produktion, unsere Ölproduktion richtig runterfahren auf 7,5 Millionen Barrel, und das wäre dann der tiefste Stand seit Anfang der 2000er Jahre. Also das wird richtig hart. Man hat ja jetzt die Mehrwertsteuer verdreifacht von einem Tag auf den anderen. Also die Saudis, die haben ein Problem und müssen jetzt alles tun, damit der Ölpreis wieder nach oben geht. Hier sehen wir den S&P 500, den Charts von Capital.com entnommen. Und wir sehen, da sind wir bei 9.000, so weit sind wir noch nicht, fast, ja, 2.900 und knapp 33. Wir sehen, es ging da zunächst mal nach unten, dann die Drehung. Warum? Weil es möglich ist, weil das, was vorher sozusagen negativ gesehen wurde, dann auf einmal positiv gesehen wurde. Warum auch nicht? Wir sehen den DAX, der nach wie vor wenig verändert ist, auch deutlich schwächer in der Summe performt als der Amerikaner, 10.860. Was macht Gold? Das ist wieder unter 1.700 gefallen. Wir sehen heute einen relativ starken Dollar, 1.695 das Gold, und wir sehen Crude Oil, das aktuell wenig bewegt ist, bei $25,26. Es hat also nicht viel geholfen, dass die Saudis hier versucht haben, mit dieser radikalen Ankündigung nur noch 7,5 Millionen Barrel zu produzieren und damit fast 5 Millionen Barrel etwa weniger als sonst. Also man hat praktisch nur noch 60-65% der Produktion. Und das wird sich bemerkbar machen, auch bei den Staatseinnahmen, wenn der Ölpreis nicht wirklich massiv nach oben schießt. Also das war so ein kleines Schlaglicht an einem Tag, wo nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Es ist so ein relativ träger Montag, da ist nicht so viel an News gekommen. Es ist diese Woche insgesamt so ein bisschen ruhiger. Wir haben am Donnerstag die US-Arbeitsmarktdaten. Wir haben am Mittwoch dann eine Rede von Jerome Powell, wo er wahrscheinlich, so vermutet man, sagen wird, nein, nein, Negativrenditen oder Negativzinsen wird es bei uns nicht geben. Früher oder später wird es sie geben müssen, wie es früher oder später auch Helikoptergeld in den USA geben wird. Es ist eine Frage der Zeit, auch wenn das jetzt alles noch verneint wird. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Abend und sage Servus und Ciao.